Auf in Ednas Zimmer. Oder noch. Oh, selbst der Baum kommt schon rein. Ich kann die Straße sehen. Ist das Blaulicht da in der Ferne? Die Straßensperre oder kommen sie schon hierher? Oh, ich hoffe, Die sie kommen Pflanze nicht. scheint noch zu leben. Vielleicht ist doch noch nicht alle Hoffnung verloren. Hoffentlich, Edna, hoffentlich. In diesem Raum habe ich die Lichtstimmung vergeigt. Diese Perspektive habe ich nie gezeigt. Während des Zeichnens von den Texttabellen habe ich eine Lasagne gegessen. In diesem Raum habe ich die Schattenlayer vergessen. Und jetzt steht ihr hier vor der letzten Tür, habt euch artig alles angehört. Wofür? Ach ja, wäre mir nie aufgefallen, dass hier irgendwas gefehlt hat oder was auch immer. Wäre mir nie aufgefallen. Zu. Wie zu? Genau. Schade, passt nicht. Wie wäre es denn mit. Sorry. Vielleicht können wir die Tür aufschrauben. Schön wär's. Leider hat dieses Schloss ein anderes Kaliber als das von unserer Kellertür. Aber wo ist denn der Schlüssel von der Haustür hin? Ach ja, der ist ja zerbrochen. Mist. Zange? Da steckt nichts drin, was ich damit rausholen könnte. Ahahaha. Ja, da ist doch ein Hinweis. Ja, ist ein Hinweis. Ja. Das könnte uns weiterhelfen, durchaus. So, einmal durchs ganze Haus und raus. Weil ich glaube nicht, dass wir die aufmachen können, ne? Nee. Zu. Nee, die können wir leider nicht aufmachen. Und so keine Musik. So. Jetzt gehen wir mal zu hinters Haus. Und zu nach vorn. Frag mich, ob wir auch andersrum gehen. Egal. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir mit der Zange. Gute Idee. Prima. Ich habe die Reste des zerbrochenen Schlüssels. Die Frage ist, wie kriegen wir das jetzt. Jetzt ist er wie neu. Außer, dass er immer noch kaputt ist. Ach ja. Mist. Haben wir nicht irgendwas wie Kleber oder sowas? Können wir den aneinander Die schmelzen? Scherben sind bereits gebrannt. Ich bräuchte eher eine Möglichkeit, diesen Prozess rückgängig zu machen. Hä? Harvey, sag du mal was. Guck mal, Harvey, ich habe den Schlüssel abgebrochen. Wie ungeschickt. Jetzt kommen wir auch nicht mehr in dein Zimmer. Das habe ich nämlich irgendwie vermutet, dass das der gleiche Schlüssel ist, weil das ist ja oft in Häusern so, dass die. Bei uns ist es zumindest so. Zumindest, dass alle Türen innen die gleichen Schlösser haben. Haben wir hier irgendwas dabei? Kriechöl? Das habe ich früher. Ach so. Warte mal, Die Marmelade. ist so halt. Können wir das damit kleben? Das Zeug hier im Regal ist live genauso nutzlos wie in der Rückblende. Nee. Wir haben hier wirklich nirgendwo irgendwie. Nee, kein Kleber oder so. Mäntelspiegel. Nee. Hier haben wir auch. Nee, haben wir auch nix. Oben vielleicht? Im Arbeitszimmer vielleicht irgendwas, was uns helfen könnte. Können wir das über der Kerze? Ich bin verzweifelt. Mattes Sachen lasse ich lieb. Okay, also hier eher auch nichts. Im Badezimmer vielleicht. Ach, das Badezimmer. Im Schulzimmer. Schulzimmer? Nö, hier ist auch nichts. Hä? Das fehlte gerade noch.
benutze. Nein, er ist bereits kaputt. Ich dachte, du könntest ihn wieder ganz klöppeln. Die Fußnägel helfen mir diesmal auch nicht aus der Patsche. Und was wäre denn... Kannst du... Hast du gesehen, wie ich den Schlüssel mit der Zange aus dem Schloss geholt habe? Es war ein Genuss, dir dabei zuzusehen. Da können selbst meine Allzweck-Topflappen nichts mehr retten. Hä? Warte mal. Hier ist aber auch nichts, ne? Nee. Vor allem ist hier die Treppe. Ah, da ist eine Treppe doch. Ich war gerade irritiert. Kannst du... Nein, nicht abschalten. Nein, oh. Herzlich willkommen zum Absturzsimulator 2015. Ich habe das Spiel wieder hergestellt. Dabei fällt mir ein. Komm, wir speichern nochmal. War gar nicht mehr so weit, aber... Wir stehen hier. Ich habe noch nicht wieder den Schlüssel rausgeholt. Das habe ich vergessen. Aber wir müssen eh, glaube ich. Ich glaube, wir kommen da noch nicht weiter. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass wir uns nochmal einen Schlüssel machen müssen. Die Frage ist nur, wo wir die Zutaten dafür herkriegen. Weil hier ist nirgendwo ein Almo. Ein Almo. Wir haben nirgendwo ein Almo. Vielleicht aus den Pilzen? Warte mal, wir holen jetzt erstmal den Schlüssel aus dem Schloss. Und gucken, ob wir irgendwas noch vergessen haben, mitzunehmen. Ja, irgendwas? Scherben! Sieh mal an, warte mal. Erst nehmen wir mal die Scherben. So ist er vielleicht nach all den Jahren doch zu was Nütze. Ah, vielleicht... Tonscherben! Da kriege ich doch gerade eine kleine Idee. Gute Idee. Prima. Ja, jetzt haben wir irgendwo... Wir brauchen irgendwo Wasser und das Wasser ist abgestellt. Fuck. Mist aber auch. Warte mal. Vielleicht ist da noch was drin. So habe ich früher immer Golems geknetet. Ja, ich erinnere mich. Die Golems haben deine Alfred-Sandburg zertrampelt. Und wer was anderes sagt, der lügt. Aber ich glaube, ich kann jetzt auch ein wenig Matsch gebrauchen. Yeah. Können wir daraus jetzt ein... Ich mache einen Abdruck, indem ich die beiden einzelnen Teile in den Ton drücke. Prima, das hat geklappt. Warte mal, können wir den dann nicht unten im Ofen brennen? Wir haben doch ein Feuerzeug. Der uralte... Kannst du den aufmachen? Das schaffe ich. Ja, dann mach halt auf. Yeah, genau so wollte ich es haben. Eigentlich eine gute Idee. Dann mach ihn halt an. Wo ist es da? Mal gucken, was noch in dem alten Kessel steckt. So. Können wir es jetzt brennen? Was einmal geklappt hat? Kann auch ein zweites Mal klappen. Haben wir jetzt eine Form? Topflappen? Yeah. Und jetzt können wir den da reinstecken. Okay, vielleicht hilft das ja weiter. Weil dann haben wir einen goldenen Haustürschlüssel. Das wäre total so cool. So leid es mir tut. Ich muss den Generalschlüssel wieder einschmelzen. Poki hätte da sicher wieder irgendwelche pädagogischen Ratschläge, Hinweise über genau diesen Sachverhalt für uns. Kinder, das Gold ist fertig. Ja! Ja, hoffentlich das mit der Platinfüllung. Gute Idee. Ich schütte das Gold in die Form. Ach, Edna, du klingst so traurig. Und einmal so. Und das pökeln wir jetzt raus. Das. Yippie! Mein Vater wollte nie, dass ich einen bekomme. Dann hätte er dich nicht mehr einschließen können. Der Schlüssel passte ja auch zu deinem Zimmer. Ist wichtig. Ein Schlüssel, sie zu öffnen. Schlüsselmeisterin, und ich gehe lieber hier lang. Nachher bricht unsere liebe Edna den Schlüssel wieder ab, weil wir ja wissen, wie stabil Gold an sich ist. Wo
Truhe. Das hätte mir schon längst zu denken geben müssen. Gold ist doch total weich. Das hinterfragen wir einfach nicht. Das hinterfragen wir einfach nicht, sondern gehen einfach hoch. Und einmal hier hinein. So. Klack. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal durch die Tür. Und rein mit uns. Ednas Zimmer. Mein Bett sieht fast gleich aus. Das ist wirklich mein altes Zimmer. Ich habe es endlich geschafft. Jetzt brauche ich nur noch mein Tagebuch. Weißt du noch, wo ich es immer hingetan habe, Harvey? Seltsam. Diese Erinnerung ist immer noch vernebelt. Aber ich glaube, mit all diesen Gegenständen hier dürfte es nicht schwerfallen, ein letztes Mal in die Vergangenheit zu tempomorphen. Au ja. Wir verstecken das Tagebuch dann einfach irgendwo, wo ich es hier finden kann. Oder wir gucken einfach gleich hinein. Noch besser. Worauf warten wir noch? Los geht's! Na dann, halt dich fest! Ach, wir tempomorphen direkt. Na dann, davon ist Nick Mickey Maus. Ach, wie schön. Ich kann es einfach nicht fassen. Was mache ich nur verkehrt mit dir? Dem armen Alfred einfach eine Eidechse in den Kragen zu stecken. Habe ich dich so erzogen? Richtig. Ich erinnere mich daran. Mein Vater hat mir Hausarrest gegeben. Als wenn uns diese Tür jemals aufgehalten hätte. Uns interessiert nur das Tagebuch, Harf. Herr Konrad! Herr Konrad! Na toll. Trottelalarm. Was ist denn, Alfred? Bestrafen Sie Edna jetzt? Das hatte ich gerade vor, ja. Sie muss besonders hart bestraft werden. Das Ungetüm hat in meine Schulter gebissen. Ich werde vielleicht nie wieder die Fiedel spielen können. Du kannst dir sicher sein, dass die Bestrafung angemessen ausfallen wird, Sohnemann. Schön wär's. Mein Vater sagt, ihre disziplinaren Maßregelungen zur Zähmung dieses überdrehten Witfangs Danke. Sind höflich ausgedrückt und zureichend. Sagt er das also? Nächstes Mal sollten wir einen Skorpion nehmen. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne persönlich Wache schieben. Nur um sicherzugehen, dass das Ihr zugewiesene Strafmaß eingehalten wird. Nur zu. Und jetzt komm raus hier. Ach ja. Diese kleine Mistkröte! Ignorier ihn einfach. Lass uns lieber das Tagebuch finden. Sehr unauffällig, liebes Pucki. Und sehr schön auch diese kleine. Ja. Der aufmerksame Zuhörer mag sich in diesem ersten, letzten Rückblenden-Screen wohl die Frage stellen, berechtigterweise. Wie kann es sein, dass die Hintergründe, die etwa ein Dreivierteljahr vor Gründung von Dedelic entstanden sind, bereits mit der Dedelic-Feder und sogar einem Plakat zu The Whispered World geziert sind? Die langweilige Antwort auf diese Frage ist natürlich von später hier in den Hintergrund rein montiert. Woraus sich auch die Anschlussfrage ergibt, was war wohl vorher auf diesen Postern? Und die noch viel langweiligere Antwort auf diese Frage ist, vorher waren das einfach zwei einfarbige Poster in diesem Raum. Enttäuschend. Edna hat einfarbige Poster, juhu. Ich frag mich eher, na, wer bist denn du? Und warum hängt meine Maus so? Warum habe ich nur ein paar... Ja, jetzt hat sich die Framerate wieder eingekriegt. Aber das ganze Spiel ist irgendwie... Ach, Poki hat zum Anfängen gebracht. Poki ist schuld. Spiel? Hast du's? Okay. Hast. Irgendwie ist heute der Wurm drin, also so richtig. Guck mal. Ein Moment. Okay, versuchen wir es nochmal. Ich habe mal ein paar Sachen im Hintergrund noch zusätzlich geschlossen. Warum kann ich denn... Ach, ich bin ja auch blöd. Ich... Hey, da ist ja schon mein Tagebuch. Na, das war mal einfach. Endlich werde ich mich wieder an alles erinnern können. Yippie!
warte mal. Wann war noch gleich dieser Mord, den mein Vater angeblich begangen haben soll? Der Pastor sagte etwas vom 3. August. Laut dem Tagebuch ist das heute. Du hast mich an den Tag des Mordes zurücktempomorpht. Ups. Nein, nein, das ist sogar sehr gut. Jetzt können wir aus erster Hand seine Unschuld feststellen. Wir müssen ihn nur finden und nicht mehr aus den Augen lassen. Lass uns sehen, dass wir hier rauskommen. Endlich können wir seine Unschuld beweisen. Was ist denn das? Warum kann ich ihn mir eigentlich nicht mal rechts klicken? Das ist sehr seltsam. Das ist Apokalypsur, mein zweitliebstes Stofftier nach Harvey. Leider ist er stumm. Dafür beherrscht er die Gebärdensprache. Und er kann den Morsecode rülpsen. Wie süß. Ach, Harvey kann das doch sicher auch. Was ist denn... Das nervt. So viele Erinnerungen da draußen. Was ist denn mit Harvey? Kann der eigentlich aus dem Fenster klettern? Guck mal. Öffnest du das Fenster für mich? Warum nicht? Gib mir einfach das Kommando, dann erledige ich das. Dann mach mal. Ja. Komm, Harvey. Wie bist denn du? Kannst du da reingucken? Hallo. Er ist jetzt endgültig bei mir unten durch. Der vorher nicht? Ich bin mir wirklich nicht sicher, wie ich diese Räume hier in zwei Variationen gezeichnet habe, weil ich es ja alles offline gemacht habe. Ich glaube, um die Raumgeometrie zu erhalten, habe ich die entsprechenden Stellen, die ich in der zweiten Version anders zeichnen wollte, digital wegradiert, das dann wieder ausgedruckt, die neuen Linien nachgezeichnet und das dann wieder eingescannt. Anders kann es nicht gewesen sein. Und ich glaube, das hier ist die zweite Version, weil sonst wären die Linien nicht so verkrützt. Ach, sei doch mal nicht so, Poki. Sei doch mal nicht so. Da das gerade wieder so gehakelt hat, möchte ich nochmal speichern. Bitte, bitte. Und Poki ist schon wieder weg. Poki ist nach dem Speichern irgendwie immer weg. So. Rekursion ist ja eines der wichtigsten Handwerkszeuge eines Dramaturgen. Und deswegen fand ich es ganz neckisch, dass man zum Schluss des Spiels noch einmal eingesperrt wird und einen Ausbruch wagen darf. Und ähnlich wie Edna aus ihrer Zelle durch den Lüftungsschacht kriecht, missbraucht auch Harvey die eigentlich nicht begehbaren Verbindungen zwischen Räumen hier für seinen kleinen Ausflug in die Freiheit. Viel Spaß dabei. Aber hier können wir auch nirgendwo mehr hin. Ich glaube, wir können wirklich nur Alfred angucken. Können wir hier irgendwas sonst? Alfred, nur Alfred, okay. Nehmen wir Alfred mal mit. Und gucken, ob wir da noch was zum Gucken haben, wenn das Spiel sich nicht wieder aufhängt. Danke. Specht? Und durchs Fenster wieder rein. Guck mal, Edna. Hey, Edna, warum machst du es nicht wieder Specht? Was meinst du? Soll ich an die Tür hämmern, um Alfreds Aufmerksamkeit zu erlangen? Oh, eigentlich dachte ich, du könntest den Kopf gegen die Wand schlagen. Aber dein Plan hat auch was. Oh, schön. Guck mal. Ist Alfred nicht ein Oberkotzklumpen? Diese Gesichtsschleimhautreizung ist jetzt endgültig unten durch. Dieser Schrank ist eine mottenfreie Zone. Sicher? Edna, kannst du ihn eigentlich aufmachen? Dann red mal mit der Tür. Alfred, bist du noch da draußen? Edna hat Hausarrest! Edna hat Hausarrest! Schön, dann hämmer mal an die Tür. Ja, bitte? Nochmal. Ja, bitte? Lass das, okay? Nein. Nein. Ja, bitte? Das klappt so nicht. Oh, warum
denn nicht? Und wie ist... Lass das, okay? Hä? Warte mal. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Er kommt ein bisschen Zeit... Jetzt... Framerate. Krieg dich ein, bitte. Boah, dieses Spiel. So. Warum? Ja, bitte? Ich frag mich echt, warum das so rumzickt. Komm mit, Harvey. Geht das? Ja. Lass das so. Hey, wo ist sie hin? Ist sie etwa aus dem Fenster geklettert? Können wir jetzt an ihm vorbei und zumachen? Ja! Hey! Mach zu, mach zu, mach zu! Sehr gut.